So, da wäre er wieder. Drei Leben haben wir noch. Ich sehe da echt dein Muster. Also normalerweise hätte ich nicht ein, zwei Sachen gemacht. Wäre man jetzt zu diesem Zeitpunkt so bei 10 Leben und würde sich wundern, warum das Spiel denn so einfach ist und so weiter und so weiter. Aber na gut. Da hole ich der Koppel rum. Egal. Den Chandelier packen wir mal da rein. Zusammen mit dir und dir und dir und dir. Pfeile können auch wieder zurück. Werden wir hoffentlich nicht mehr brauchen. Essen sieht gerade nicht so toll aus. Dafür haben wir ganz viel Biomasse. Ja, wir könnten den Apfel verarbeiten, aber... wäre echt kein Essen mehr? Ah, das sind ein paar mehr Äpfel. Okay. Ich brauche Clean Stone. Du kannst mal da raus, du kannst mal da rein und da ist Stone. Ach, habe ich schon. Was übersehe ich das denn auf einmal? Na gut. Apfelsaft. Ganz viel Apfelsaft. Und dann überlege ich mir mal, was wir jetzt machen. Wir wollten einen Vakuumhopper bauen für den Mobturm. Was auch vollkommen Sinn macht. Wir wollten mit dem Emesis-System weitermachen. Ich brauche unbedingt einen Slot hier für Plastik irgendwo. Da. Goldenen Helm können wir auch hier mit einlagern. Das ganze Bio-Zeug war hier. Bio, 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 Bio. Noch mehr Plastik. Also Rubber. Haben wir richtig schön viel inzwischen. Das ist sehr gut. Aber was braucht jetzt der Vakuumhopper? Da, Vakuumhopper. Obsidian hatten wir unten eine Maschine für gebaut. Also nichts wirklich Kompliziertes. Ein Hopper war nur Eisen und eine Enderperle. Ja, okay. Also, eine Enderperle. Eisen. Wir haben Eisenprobleme. Diamanten, sehr schön. Also Eisen hätten wir gerne. Das andere Eisen hätten wir gerne. Oh, es geht richtig schnell weg. Huh? Okay, da haben wir wieder ein paar. Aber trotzdem, Eisenverbrauch ist ziemlich hoch bei uns. Immer noch. Rein, rein, rein. Bitteschön. Eisen ist unten, ist 24, sind 9, sind 18, sind nicht noch ein Block. Ein Hopper bitte. Ach, da war noch eine Kiste zwischen. So, Kiste, Kiste. Kiste. Hopper. Jetzt fehlt nur noch ein Obsidian. Da müsste unten eigentlich ein bisschen was. Warum arbeitet so nicht? Ah, nicht. Oh, hallo. Ist da unten wieder irgendwas unbeleuchtet? F7. F7. Da. Klick. Ich sollte öfters mit F7 hier durchlaufen. Hm? Beleuchtet, beleuchtet. Mein Jumping Puzzle ist auch beleuchtet. Da ist noch eine Ecke. Alle hops. So. Wäre das hier auch sicher? Also Lava scheint nicht so wirklich schnell zu produziert zu werden. Wobei wir brauchen auch nicht so viel Obsidian. Das heißt, wir könnten das Ding einfach mal ausmachen. Wie machen wir dich aus? Ich kann den Input einfach ausmachen. Dann dürfte er keine Flüssigkeit mehr aufnehmen. Ja, das ist okay. So, Obsidian kommt mit. Kriegt oben sein eigenes Barrel. Zack. Wir brauchen Barrels. Kriegst hier dein Barrel, das wird auch gleich gelockt. Wir klauen uns ein und stellen jetzt den Hopper her. So rum sieht gut aus. Ja, Vakuumhopper. Okay. Und dann brauchen wir Item Ducts. Naja, geht so. Theoretisch können wir auch deine Kiste ranbappen. Ich hätte gerne 8 davon. Und ich hätte gerne 4 Eisen. Müssten wir dabei haben. Und Glas. 1, 2, 3, 4. Und 1, 2, 3, 4 Gold. So, das müsste jetzt genug sein für... Oh, ohne Kiste.
Eine Kiste. Das müsste jetzt genutzt werden für eine Goldkiste. Also Kiste. Kupferkiste. Kupferkiste. Eisenkiste. Oh, da fehlt was. 1, 2, 3, 4. 4. Eisenkiste. Goldkiste. Okay, also Hopper einfach irgendwo hier am Eingang hinstellen. Ich glaube, die Reichweite von dem Ding war recht groß. Können wir dich da reinquetschen? Nein. Wegen Half-Block und so. Zack. Dann konfigurieren wir den Ausgang. Den hätten wir gerne. Ist hier hinten? Ja, hier ist hinten. So, und da kommt die Goldkiste rein. Gucken wir mal. Da hinten sind Pfeile. Kommen die an? Momentan kommt er nicht so ganz nach mit dem Reinziehen, glaube ich. Die Pfeile sind immer noch da. Das finde ich jetzt nicht so gut. Okay, dann müssen wir eventuell das Ding weiter nach vorne setzen. Oder unten drunter. Wo sind die Punji-Sticks da am Weg? Das könnte natürlich sein. Ja, irgendwas da faul. Mach mal die Sticks da weg. Spitzhacke? Warum kann ich die Punji-Sticks nicht abbauen? So. Okay, die auch noch weg. So, jetzt wird das eingesaugt. Problem ist nur, wenn jetzt ein Enderman runterfällt, dann wird er keinen Schaden bekommen. Also außer er fällt genau auf die Punji-Sticks. Oder wandert dann da drin ein bisschen ziellos rum. Oh ja, so läuft es schon mal besser. Hier machen wir schnell wieder zu. Und kommen alle Nase lang hier rum, um primär Knochen abzuholen. Und Rotten Meat. Das können wir auch für unsere Dirt-Produktion nutzen. Übrigens immer noch kein einziges tierähnliches Wesen auf einem der drei Plattformen gespawnt. Wie das aber auch zu erwarten war. Und wir haben kein Fass. Du dahin. Du. Einfach voll machen. So. Da wir doch ein wenig Hunger hatten in letzter Zeit. Melonen bitte. Mehr Melonen bitte. Melonensamen neu setzen. Und dann. Da unter ist noch keine Plattform. Oh, und hier ist noch Licht vonnöten. Machen wir da mal eine Fackel hin, da mal eine Fackel hin. Von wegen unten Plattform. Ich wollte eigentlich ganz gerne die Farm hier weiter ausbauen und mit einem Planter automatisieren. Das heißt, ich brauche Dirt. Zack. Du da, du da. Dann kommt der doofe Wasserblock da auch weg. Du da. Vier in jede Richtung war das theoretisch. Praktisch haben wir dann kein Sugarcane mehr. Aber ehrlich gesagt, dann habe ich nicht so wirklich ein Problem mit. Das bauen wir hier mal um. Machen das da dicht. Und suchen uns irgendwo eine andere Ecke für Sugarcane. Das will ich eh mit Hilfe des ME-Systems automatisieren. Da gibt es nämlich einen schönen Trick. So. Also. Das Ding können wir ruhig genau in der Form hier lassen. Das heißt, wir gucken uns hier einen Platz raus. Ein Abstand ist okay. 1, 2, 3, 4. Wasserblock. 1, 2, 3, 4. Wäre doof. Ja, okay. Das heißt, hier bis da wäre die Farm. Und dann 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Das wäre die Farm. Also man hätte außenrum drei Felder Platz hier. Hier gar keinen Platz. Also die Maschine da ist doof. Also sie ist eigentlich super, aber sie ist doof. Ich glaube, die kommt in den Keller. Du bist ja auch eine richtige Maschine. Maschinen sollen in den Keller.
Und die ganzen Bio-Sachen hier oben rauf. Ja, ist mir zu viel Umstand. Ich will eigentlich nur eine schöne automatisch laufende Farm haben. Aber die muss ja auch gar nicht so groß sein. Fällt mir gerade auf. Also, ne, dieses 9x9 Feld, was es dann am Ende ist, ist viel zu überpowered. Vor allem, wenn man mit dem Planter und Harvester arbeitet. Das heißt, ich mache jetzt einfach ein kleines. Wenn wir das jetzt um einen erweitern. Guck mal ganz kurz. Das hier machen wir einfach so. Zu, dass ich nicht runterfall. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wir brauchen eine ungerade Zahl. Machen wir 7 draus. Mal 5 wäre das dann, huh? 1, 2, 3, 4. Jo, 7 mal 5. 35 Felder, das sollte vollkommen reichen für alles Mögliche. Wenn wir später versuchen, Calzone herzustellen, Tiramisu und was man alles noch machen kann in dem Koch-Quest-Gebiet, dann werden wir mehr brauchen, aber jetzt reicht das erstmal. Der Wasserblock kommt dann sinnigerweise dahin. Das heißt, 3 nach da, 3 nach da, 2 nach da, 2 nach da. Und der Planter kommt hier unter den Wasserblock, dass sie von oben quasi raufgreifen kann und den einstellen. Okay. Und später könnte man theoretisch hier noch so eine kleine Minifarm hinsetzen oder das Ganze erweitern, muss ich gucken. Aber das Ding stört mich hier echt irgendwie. Was wir jetzt machen müssen, ist die Plattform weiterbauen. Also die Plattform unten. Oh, und ich hätte gerne Setzlinge. Was machst du mit den ganzen Setzlingen? Ich war mir eigentlich ziemlich sicher, dass du die Setzlinge auch wieder benutzt. Und dafür brauchen wir bei diesem Planter. Das heißt, wir müssten nicht. Wo setzen wir den Planter hin? Eine Ebene tiefer. Das heißt, wir müssten hier in den Boden da einen Planter runtersetzen. Und dann würde er hier ein 3x3 Feld machen. Okay, also wir bauen eine Plattform unten weiter. Da brauchen wir den Zauberstab und Kobbel. Zauberstab. Kobbel ist unten. Und den Planter. Wollen wir den jetzt auch schon bauen? Ich hatte schon mal was vorbereitet. Also ich habe schon mal Machine Frames und so weiter übergebaut, damit das in Zukunft alles schneller geht. Planter. Wir brauchen Pistons, wir brauchen Redstone, wir brauchen Plastik, wir brauchen einen Flowerpot. Dafür brauchen wir Bricks. Wir haben kein Lehm. Huh? Okay, kein Problem. Wir hätten gerne zwei Dust-Dinger da. Hätten wir gerne ein Wasserbarrel. Ein Wasserbarrel, das nicht voll ist. Gut, du, wir brauchen noch einen Eimer. Dann bräuchten wir Wasser, das wir da nicht rausholen können. Es wird immer besser. Wenigstens haben wir hier unsere Quelle, wo ich von hier aus nicht rankomme. Doch, ha, okay, siehst du mal. So, Wasser, Lehm, plopp. Komm her, komm, hey. Dinger sind doof. So, gib mir mein Lehm. Fluidtank. Da. Lehm da. Ich kann daraus keine Einzeldinger machen. Ich muss das Ding erst abbauen. Gut, 4 Lehm. Hoch. Zu meinen Öfen. Smoothstone raus. Lehm rein. Die Planter. Pistons. Pistons. Brauch Holz. Brauch Kobbel. Kobbel. Und Redstone. Stelle ich auch gleich mal ein paar mehr auf einmal her. Kommt ja doch öfters mal. Oder hatte ich das in der Vergangenheit schon mal gemacht? Zwei Stück sind nicht viele. Block auseinandernehmen. Holz auseinandernehmen. Eisen, Redstone. Holz. Kobbel. So, 16 Stück. So gehört sich das. Dann brauchen wir noch eine Redstone Reception Coil. Das war das Goldding. Davon haben wir auch ein paar auf Vorrat.
Wir können ja gleich zwei Planter bauen. Zack, zack. Brauchen wir noch einen. Dann brauchen wir noch einen Flower Pot. Das heißt, wir brauchen noch mehr Lehm. Ich sollte auch Lehm ein wenig auf Vorrat herstellen, eigentlich. Dich wieder hinsetzen, zerstören. So. Gib mir mehr Bricks. So, also Pots haben wir gleich. Plastik Sheets. Weiß ich nicht, ob wir haben. Ja, und Kupfer. Ich kann schon mal 4 Kupfer rausholen. 1, 2, 3, 4. Wir haben das Plastik recht viel. Also dieses Rubberzeug. Das müsste aber nochmal geschmolzen werden, um Plastik draus zu machen. Wir haben keine Plastikdinger in der Wand. Das sollten wir noch ändern. Da sind ein paar, aber nicht wirklich viele. Item Ducks nehme ich auch mal mit für später. Punji Sticks können hier drin bleiben. Fluid Ducks. Brauchen wir den für den Planter? Nicht für den Planter. Aber für die Energieversorgung des Planters. Wir sind ja, ne? Komische Zwerge. Die alles mit Lava versorgen. Das heißt, wir brauchen dich und wir brauchen Blei. Für mehr Fluiducts. Du. Mehr Fluiducts. Und dann brauchen wir höchstwahrscheinlich auch noch mehr Magmatic Dynamos. Hatte ich davon welche auf Vorrat hergestellt? Nee, nicht wirklich. Ja, es ist immer so ein Rattenschwanz. Ich will eine Kleinigkeit machen. Nämlich einen Planter. Ja, irgendwie, wo wollte ich mit dieser Folge mit anfangen? Ich wollte mit meinem E-System anfangen. Dann bin ich jetzt bei der Farm gelandet, wollte die Farm weiterbauen, wollte dafür einen Planter bauen und jetzt bin ich hierbei. Das ist krass. Okay, also. Auch hier gleich ein bisschen was auf Vorrat. 6, 6, 6, 6. Das wäre dann genug. Na.